Wir haben tatsächlich mehr erreicht, als wir uns als Ziele gesetzt hatten oder ich gesetzt hatte. Viel mehr. Und das hätte ich am Anfang überhaupt gar nicht gedacht. Und es war ein Verein, der rumänischen Hunden halt nach Deutschland bringt. Die haben gesagt, dass Tiffy noch sehr viel lernen muss. Da habe ich aber noch nicht geahnt, dass da so krasse Baustellen auf uns warten und dass sie gar nicht raus kann. Das hatte mir natürlich niemand gesagt. War der erste Hund und ich war völlig überfordert mit der Situation. Wir konnten 5 Minuten vor die Tür gehen und mehr war nicht drin. Das heißt, vor sämtlichen Reizen, ob ein Wind draußen gegangen ist, ob Leute gekommen sind, ob Autos gefahren sind, alles hatte bei Tiffy direkt den Fluchtmodus eingeschaltet. Das heißt, wir sind raus und direkt wieder reingerannt. Manchmal konnte sie sich auch gar nicht lösen, so dass wir dann mehrmals raus mussten und immer zu Uhrzeiten, wo wirklich dann keiner mehr draußen war. Wir konnten jetzt nicht hier einfach ins Auto und irgendwo hinfahren, wo keine Leute waren, weil Autofahren auch nicht möglich war. Für mich war es so, als hätte mein Leben aufgehört. Von jetzt auf gleich eine Vollbremsung. Ich konnte auch nicht mehr wandern gehen, was mein großes Hobby vorher war. Ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Hätte ich die Akademie nicht gefunden, ich hätte Tiffy wahrscheinlich abgegeben. Ich hatte eine Hundeschule besucht. Das war eine völlige Katastrophe. Und hatte mir dann einen Hundetrainer hier vor Ort gesucht, der auch zu uns nach Hause kam. Sie muss da jetzt durch, diese Sätze. Und wenn sie lernt, dass du ihr da Sicherheit gibst und dann geht sie da auch mit durch. Du musst da stark sein. Du darfst nicht immer nachgeben. Und das hat für mich absolut überhaupt gar nicht gepasst, weil ich hatte so ein schlechtes Gewissen gegenüber Tiffy. Das konnte ich nicht machen. Und dann habe ich das halt auch abgebrochen. Und wie gesagt, dann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr weiter. Erst hatte ich totale Bedenken, teilzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Online-Training für mich unvorstellbar war. Mein größter Wunsch war, dass ich wieder raus kann. Mit Tiffy raus kann. Also nicht nur ich allein, sondern mit Tiffy draußen einfach in der Natur sein kann. Am wertvollsten für mich war von den Inhalten her absolute Burner-Entspannung, was Entspannung bringen kann. Damit hätte ich nie gerechnet, als ich diese Übung gesehen hatte, konditionierte Entspannung. Da dachte ich, ja, der Hund schläft, aber was bringt es mir dann? Und dass ich wirklich Tiffy dann dahin bringe, dass sie dann auch draußen entspannter ist. Als sie weggelaufen ist, das war ja ein Sturz von mir. Und dann ist sie losgespurtet, natürlich mit der Flexileine hinten dran. Normalerweise hatte ich sie am Bauchgurt immer fest, die Flexileine, dass das nicht passieren kann. Diese Unterstützung in der Gruppe damals, das war für mich sehr, 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 sehr wertvoll. Ich habe hier auch alles, was möglich war, gemacht. Irgendwann kam der Anruf, Tiffy ist gerade unterwegs zu eurer Haustür. Da ist sie direkt in ihre Sicherheitszone gerannt. Die ist heim, ich habe die Haustür aufgemacht, sie ist rein und direkt in ihre Sicherheitszone gerannt. Sie hat endlich Vertrauen, sie weiß, wo sie zu Hause ist. Es hat sich alles verändert, tatsächlich alles. Dass unser Leben auch wieder draußen stattfindet. Das Ziel haben wir definitiv erreicht. Ich kann mit Tiffy auch wandern gehen. Das ist kein Problem mehr. Wir können Auto fahren. Also, das ist wirklich eins der Ziele: Unabhängigkeit. Wir können in den Urlaub fahren. Sie hat keine Probleme mehr, wenn wir jetzt im Ferienhaus sind, irgendwo in fremder Umgebung, was ja auch immer ein bisschen schwieriger war. Selbst wenn draußen jetzt Leute sind. Ich kann trotzdem rausgehen. Es funktioniert einfach und wir sind jetzt wieder unabhängig. Ich kann wieder raus. Unser Leben ist einfach wieder Leben. Ich bin viel ruhiger geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Ich bin eigentlich ich geworden wieder. Oder bin ich geworden, so wie ich halt bin. Und das, ist mega. Ist ein super Gefühl. Allen. Allen, also wirklich, also egal welche Probleme,
Also ich meine, wir hatten ja auch jetzt in der Gruppe die unterschiedlichsten Problemhunde in Anführungszeichen. Und jeder, wirklich jeder hat für sich Fortschritte gemacht. Von daher würde ich hier überhaupt gar keine Einschränkungen machen. Das ist einfach nochmal für jeden ein Schritt, den man eigentlich als Hundehalter machen sollte. Sie wird mutiger. Mit allem, was wir gemacht haben, wurde auch mein Hund immer mutiger und neugieriger und hat immer weitere Schritte dann auch gemacht. Und da bin ich total stolz drauf. Einfach das Beste, was uns passieren konnte, dass ich auf Facebook diese Anzeige VIP Dogs Academy gefunden habe. Tiffy ist vermittelt.